Hallo, liebe Kinder. Kommt ruhig ran, kommt näher. Ich begrüße euch ganz herzlich, das Wallmännchen. Und wollt ihr meine Geschichte hören? Dann kommt herein in mein Häuschen. Kommt näher. Kommt rein. Ich habe mir überlegt, dass wir die Geschichte vom kleinen Wallmännchen heute hören werden. Also hört gut zu und macht gut mit. Die Geschichte vom kleinen Wallmännchen. Es war einmal ein Männchen, das lebte auf unserem Neubrandenburger Stadtwall. Und dieses Männchen hatte nur eine einzige Aufgabe. Es sollte den Wall bewachen. Und zwar so bewachen, dass nicht vielleicht irgendein böses Kind Bäume beschädigt oder Müll in die schöne Wiese schmeißt oder gar noch schlimmere Sachen macht, Scherben und anderen weiteren Unrat hinterlässt. Und für diese Aufgabe, die es von seinem Vater geerbt hat und dieser wieder von seinem Vater, also liebe Kinder, was der Großvater ist, hatte es gute Annehmlichkeiten. Das Wallmännchen hatte immer einen gedeckten Tisch, so wie bei dem Märchen, richtig, Tischlein deck dich. Und es hatte auch ein Häuschen, ein wunderschönes Häuschen mit 3 Etagen, ganz aus Naturholz. Da wohnte es ganz allein und brauchte nichts bezahlen dafür. Wer hat das heute schon? Ja, und im Allgemeinen gefiel dem Wallmännchen die Aufgabe auch gut. Aber das Wallmännchen war ein bisschen faul. Fauler als sein Vater und fauler als sein Großvater. Denn es hatte die Vogelsprache nicht gelernt. Also wusste das Wallmännchen nur etwas vom Wall, aber weiter nichts. Und eines Tages überkam das Männchen die grüne Langeweile. Die Bäume waren grün, das Gras war grün und der Himmel wurde auch schon ganz grün. Und das Wallmännchen wurde immer trauriger. Ach, hätte ich doch bloß die Vogelsprache gelernt. Dann könnte ich die Vögel fragen, was jetzt so los ist auf der Welt. Ich sehe ja nur meine grüne Wiese und die grünen Blätter oder... Naja, ich bin damit irgendwie doch nicht zufrieden. Und es ging wieder wie immer und jeden Tag in sein Bettchen, versuchte einzuschlafen und träumte davon, dass es vielleicht einmal doch die große, weite Welt sehen würde. Tja, und genau in dieser Nacht, juch, oh, da stand eine wunderschöne Fee vor ihm in einem weißen Kleid, mit einem weißen Hut, weißem Nagellack und weißen Schuhen und sagte, Wallmännchen, ich weiß, warum du so traurig bist. Du möchtest die große, weite Welt sehen. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber, Wallmännchen, du musst 3 Rätsel lösen. Und dann werden wir weitersehen. Die Fee war wieder verschwunden. Am nächsten Morgen wachte das Männchen auf. Und liebe Kinder, euch ist es bestimmt auch schon mal so gegangen. Ihr habt was ganz Schönes geträumt. Und am nächsten Morgen habt ihr überlegt, habe ich das geträumt oder habe ich das nicht geträumt? War das Wirklichkeit? Und das Schlimme ist ja auch noch, das Wallmännchen hatte sich zum ersten Mal in seinem Leben verliebt. Ein kleines bisschen in diese wunderschöne Fee. Ob sie wohl wiederkommt? Und es wartete und wartete und wartete. Also liebe Kinder, so als ob ihr auf Weihnachten oder euren Geburtstag wartet.
und dann noch das Verliebtsein dazu. Und ging eines Abends wieder ins Bett, eigentlich ein bisschen traurig, weil es gedacht hat, wer weiß, die Fee, vielleicht kommt sie gar nicht, vielleicht hat sie es nur so gesagt. Und wollte gerade einschlafen und juch! Die Fee stand vor ihm mit einem rosa Kleid und rosa Hut und einem wunderschönen Petticoat, der auch noch rosa war, und Schuhen. Und sagte, Waldmännchen, hier bin ich. Du hast nicht umsonst gewartet. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie heißt die Stadt, die unser wunderschöner Wall umgibt? Und wann wurde sie von wem gegründet? Liebe Kinder, wisst ihr das? Ich weiß es. Die Stadt wurde am 4.1.1248, ja, ihr habt richtig gehört, von Ritter Herbert von Raven, sagt man, gegründet. Und sie heißt Neubrandenburg. Richtig, Waldmännchen, sagte die Fee. Ich werde wiederkommen, denn du hast noch zwei Rätsel. Ja, und das Männchen wartete und wartete. Jetzt war es noch mehr verliebt und heute war sie auch noch viel schöner gewesen als das letzte Mal. Und nach 7 Tagen und 7 Nächten, ihr wisst ja, 7 ist eine magische Zahl im Märchen, kam das liebe, liebe Fehlein wieder. Diesmal in einem silbernen Kleid mit silbernem Hut und silbernen Schuhen. Und das Männchen war schon, ach, ganz gespannt auf die Frage und hoffte sehr, dass die Frage auch nach seinem Geschmack sei. Ja, sagte die Fee, liebes Waldmännchen, die nächste Frage ist, wie viel Seen haben wir in unserer Stadt? Und einer ist größer, der andere ist kleiner, vielleicht. Noch leichter kann ich es dir nicht machen. Wie tief ist der größte See und wie heißt die Sage? Überlegte das Waldmännchen, das hatte ja gelernt aus seiner Faulheit und hatte die ganzen Bücher durchstudiert, die es von seinem Vater und der wieder von seinem Vater hatte und wusste das Rätsel zu lösen. Ja, wir haben einen kleinen See, das ist der Reitbahnsee, der ist ganz künstlich entstanden. Und wir haben den Tulensesee. Und die Geschichte ist spannend. Retra ist das richtige Wort. Ja, und wie tief ist er an seiner tiefsten Stelle? 33 Meter, so viel ich weiß. Und mein Buch, das hier liegt auch. Richtig, Waldmännchen, wunderbar. Jetzt komme ich nur noch einmal. Und das Waldmännchen wartete und wartete und wartete. Die Vögel kamen und zwitscherten und hofften alle mit und flatterten mit den Flügeln, dass das Waldmännchen, möglichst auch die dritte, das dritte Rätsel lösen würde. Ja, nach langem Warten kam juch, die Fee in einem goldenen Kleid mit goldenem Hut und goldenen Schuhen und sagte, Waldmännchen, ich hoffe sehr, du weißt Bescheid. Unsere Stadt hat wie viele Tore? Und die heißen? Weißt du die Namen? Ja, das weiß ich. 4 Tore. Und wie die Namen heißen, wissen die Kinder doch sicher auch, oder? Ihr dürft jetzt mal raten. Das neue Tor. Das Friedländer Tor, das Stargarder Tor und das Treptower Tor. Richtig geraten. Wunderbar. Und auf einmal hörte man, oh, da kam ein weißes Pony. Und die Fee sagte, schau mal, Waldmännchen.
Du bist ja klein, deshalb hast du ein Pony. Setz dich auf dieses Pony und reite durch unsere wunderschöne Stadt und schau dir alle kulturellen Einrichtungen an. Ich bin gespannt, was du gesehen hast.